Hallo, liebe Deutschlernende. Ich möchte mit euch über Hunde sprechen und meine Angst vor Hunden. Denn in Chiang Mai oder in Thailand generell gibt es viele Hunde. Ja. Auch in Vietnam gibt es viele Hunde. Und am Anfang hatte ich ein bisschen Angst vor den Hunden, weil ich erfahren habe, dass die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass diese Hunde Tollwut haben. Ja. Tollwut, auf Englisch Rabies. Ja. Im Deutschen ist es ein sehr tolles Wort, finde ich. Ja. Ein Tollwut. Toll heißt verrückt, beziehungsweise es ist ein altes Wort für verrückt. Wir benutzen heutzutage toll in einem anderen Sinne. Ja. Das ist toll, ja. Dann heißt das, dass etwas gut ist. Ja. Aber früher bedeutete toll verrückt. Ja, und das Wort Wut kennst du bestimmt. Ja? Also toll, Wut ist eine Krankheit, die häufig Hunde befällt. Ja? Rabies im Englischen. Und ich habe auch eine Impfung gegen Tollwut bekommen, als ich noch in Deutschland war. Insofern brauche ich mir eigentlich keine Sorgen zu machen. Aber es ist schon ein bisschen angsteinflößend, wenn die Hunde stark bellen. Ja. Und in diesem Video möchte ich mich ein bisschen öffnen, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie man im Deutschen so schön sagt. Ja, ich plaudere aus dem Nähkästchen, das heißt, ich erzähle ein bisschen über mich und meine Erfahrung und so weiter. Als ich ein Kind war, hatte ich wahnsinnig Angst vor Hunden. Ja, ich hatte sehr viel Angst vor Hunden. Wie war es bei dir? Schreib mir doch ruhig einen Kommentar und sag mir, ob du auch Angst vor Hunden hattest und ob du diese Angst überwunden hast. Also ich hatte Angst vor Hunden, als ich ein Kind war und aus irgendeinem Grund hatte ich Angst vor jedem Hund. Ja, egal wie groß, wie klein, ich hatte Angst. Ich meine, ich war selber sehr klein. Und eines Tages war ich mit meinen Eltern unterwegs und meine Beine waren sehr kurz und ich war nicht so schnell wie meine Eltern. Und meine Eltern liefen schneller als ich. Und Entschuldigung, ein Flugzeug, ja. Und übrigens, das ist ein Hahn, ja. Ein paar Leute haben neue Wörter gelernt, weil ich die Hintergrundgeräusche erwähnt habe, ja. Also die Hintergrundgeräusche, die du in diesem Video hörst, sind einmal ein Flugzeug und ein Hahn, ja. Kikeriki, so macht der Hahn. Und das Flugzeug, ich meine, das ist ein sehr tolles Wort im Deutschen, ja. Flugzeug, das ist ein Zeug. Ein Ding, das fliegt, also ein Flugzeug, ja, wie auch immer. Also, um weiterzuführen mit der Geschichte. Ich war ungefähr 20 oder 30 Meter von meinen Eltern entfernt, weil meine Beine so kurz waren, konnte ich nicht so schnell laufen. Meine Eltern liefen schneller als ich und meine Eltern sagten zu mir, Marco, komm. Und ich geriet mehr und mehr unter Druck, zu meinen Eltern zu laufen. Ja? Für mich war es sehr wichtig, wieder zu meinen Eltern zu gelangen, ja? Weil sie so schnell liefen. Und dann kam aber ein Mann mit einem Hund. Und es passierte Folgendes. Ja? Der Hund war genau zwischen mir und meinen Eltern. Meine Eltern riefen weiter, Marco, komm zu uns. Was habe ich gemacht? Ich lief auf die Straße. Ja? Ich lief, ohne zu schauen, auf die Straße, ja? Sehr gefährlich. Ich lief, ohne zu schauen, auf die Straße und machte einen großen Bogen um den Hund herum. Ja? Ich machte einen großen Bogen um den Hund herum. Um zu meinen Eltern zu laufen. Meine Eltern verständlicherweise sagten zu mir, Marco, bitte mach das nie wieder. Das ist
sehr gefährlich, einfach auf die Straße zu laufen. Aber ich dachte, der Hund sei gefährlich. Ja, ich hatte Angst vor dem Hund und bin einfach auf die Straße gelaufen und das war viel gefährlicher. Ja, vielleicht ist die Lektion dieses Videos, dass man die echten Gefahren erkennen sollte und keine Angst vor falschen Gefahren haben sollte. Ja, denn wenn man Angst vor falschen Gefahren hat, wenn man Angst vor Dingen hat, die gar keine Gefahr darstellen, dann läuft man Gefahr, Dinge zu tun, die einen in echte Gefahr bringen. Um die Geschichte zu beenden, meine Angst vor Hunden ging eines Tages weg, nachdem ich einen sehr friedlichen Hund streicheln konnte. Und dann habe ich mir gedacht, hey, Hunde sind ja gar nicht so furchteinflößend. Ja? Hunde sind ja gar nicht gefährlich, wenn ich sie einfach streicheln kann. Ich hatte eine ähnliche Erfahrung hier in Thailand. Die Hunde wirken sehr aggressiv. Ups, ein Alarm. Ein Wecker. Das nennt man einen Wecker im Deutschen, ja, wenn man eine bestimmte Zeit einstellt auf seinem Handy oder auf einem Wecker und der Wecker dann Laute von sich gibt zu einer bestimmten Zeit. Das ist ein Wecker. Ja, also um die Geschichte zu beenden, die Hunde hier in Thailand scheinen sehr aggressiv, aber je mehr man sie kennenlernt, je öfter man eine Strecke läuft, ja, ich jogge zum Beispiel jeden Morgen, dann treffe ich auch sehr viele Hunde und je öfter ich eine bestimmte Strecke laufe, desto mehr gewöhnen sich die Hunde an mich und sie sind gar nicht so gefährlich, wie ich anfangs dachte. Okay, ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Ich hoffe, du fandest die Botschaft inspirierend und du kannst mir ja einmal einen Kommentar schreiben und mir sagen, ob du auch Angst vor Hunden hattest und wovor du jetzt Angst hast. Okay, vielen Dank dafür und wir sehen uns morgen. Tschüss.